ich bin Lina und willkommen zu einem neuen Video. Heute reagiere ich auf ein Video von Wissenswert und zwar ist es, wie diese berühmten Filmszenen wirklich gedreht wurden. Und ihr kennt es wahrscheinlich, man sitzt so im Kino und denkt sich, wow, das ist eine krasse Szene. Wie zur Hölle wurde diese gemacht? Und jetzt würde ich sagen, kommen wir direkt zum Video. Let's go! Habt ihr auch schon mal einen Film gesehen und euch an einer Stelle einfach nur gefragt, wie haben die das gemacht? Wenn ja, dann ist das kein Wunder. Moderne Filmtechnik ist inzwischen so fortgeschritten, dass auf der Leinwand fast alles möglich ist. Genau aus diesem Grund wollen wir uns in diesem Video eine... Also keine Ahnung, entweder frage ich mich, wie wurde es gedreht oder boah, das war super künstlich. Wisst ihr, was ich meine? ...der berühmtesten und legendärsten Filmszenen aller Zeiten anschauen und euch zeigen, wie diese wirklich entstanden sind. Denn hinter berühmten Szenen stecken... Es ist gerade ein Animationsfilm. Nach diesem Video werdet ihr also einige Filme nie wieder mit den gleichen Augen sehen. Und hier und da haben wir auch noch einige kuriose... Boah, Avatar war so gut, ne? Es wird also spannend, deshalb bleibt dran, hier bei Wissenswert. Ach, die Musik ist ein Jam. Bei der Gelegenheit doch mal in die Comments, welcher Film auf dieser Liste euer Lieblingsfilm ist. Wir sind gespannt. Auf der Nummer 10 beginnen wir mit einer Filmreihe, mit der vermutlich jeder von uns aufgewachsen ist. Harry Potter. Oh Leute, bald kommt eh wieder die Zeit, um sich alle Harry Potter Teile anzuschauen. Herbst, beste Zeit. Das ist einfach meine Lieblingsjahreszeit. War schon immer meine Lieblingsjahreszeit und wird es auch immer bleiben. Zwar sind die Harry Potter Filme voll mit atemberaubenden Szenen, die einen sprachlos zurücklassen, ein bestimmter Moment war jedoch besonders schwer zu realisieren. Sogar so schwer, dass sich die Produzenten nicht sicher waren, wie sie J.K. Rowlings Vision aus den Büchern umsetzen sollen. Na, die Frau ist ein bisschen kontrovers. Es geht dabei um die Quidditch-Turniere, bei denen die Teams von Hogwarts auf ihren Besen durch die Luft fliegen und mehreren Bällen hinterherjagen. Natürlich wurden für die Dreharbeiten keine echten fliegenden Besen erfunden. Stattdessen bediente sich die Crew einer anderen, nicht unbedingt weniger aufwendigen Methode. Und zwar wurde für die Quidditch-Szenen eine gigantische Halle gemietet, in der dann eine Konstruktion aus Seilen und Kränen gebaut wurde, an der auf der einen Seite die Besen und auf der anderen Seite die Kameras befestigt waren. Während Harry und seine Freunde also auf den Besen saßen und dabei tatsächlich durch die Halle fuhren, waren die Kameras maximal flexibel, um die... Stell dich vor, wie viel Spaß so ein Dreh macht. Ich wäre so gerne bei so einem Dreh dabei. ...des Spiels perfekt darzustellen. Außerdem wurde die komplette Halle mit blauen Vorhängen ausgestattet, auf die im Nachhinein das Spielfeld projiziert wurde. Allein ein Quidditch-Spiel zu filmen, dauerte daher oft mehrere Tage. Weiter geht's mit einem Film, der nicht nur alle Rekorde im Animationsbereich gebrochen hat, sondern auch viel komplizierter. Eine kurze Frage mal. Das ist ein Animationsfilm. Was kann man sich da so eine Frage stellen wie, wie wurde das gemacht? Das wurde animiert? Hä? ...zierter zu machen war, als man eigentlich denken würde. Es geht dabei um Frozen, die Eiskönigin. Frozen ist nicht nur der erfolgreichste Trickfilm aller Zeiten, er hat außerdem auch zahlreiche ikonische Figuren hervorgebracht, die von Kindern auf der ganzen Welt geliebt Olaf werden. Olaf ist meine Lieblings... Zum Beispiel den Schneemann Olaf. Ich liebe ihn. Doch wie entsteht eigentlich so ein Olaf? Tatsächlich werden für die Kreation von diesen Figuren die besten Zeichner Hollywoods engagiert, die zunächst per Bleistift die Ideen der Drehbuchautoren umsetzen. Im Anschluss wird Olaf dann auf einem Tablet erneut gezeichnet. Mithilfe von künstlicher Intelligenz werden diese Zeichnungen dann animiert und zum Leben erweckt. Im Anschluss werden dann noch Details, Feinheiten und Bewegungsabläufe manuell optimiert. Im Fall von Frozen gab es aber noch eine weitere Herausforderung, und zwar die vielen Gesangsparts der animierten Charaktere. Tatsächlich wird hierbei sehr interessant verfahren. Die Filmmusik wird nämlich live von einem ganzen Orchester aufgenommen, das während es spielt die entsprechenden Szenen auf einer Leinwand sieht. Erst im Nachhinein werden dann die zum Gesang passenden Mund... Das ist aber nicht immer so. Das ist jetzt wahrscheinlich nur bei Frozen so gewesen und es gibt noch andere Filme, wo es so gewesen war, aber es war nicht immer so, dass das live gespielt wurde. ...Bewegungen hinzuanimiert. Tatsächlich sind all diese Prozesse heutzutage sogar so aufwendig, dass die Entstehungskosten bei Animationsfilmen fast immer deutlich höher sind als bei Action-Blockbustern. Kommen wir als nächstes zu genau so einem Action... Deswegen dauert das auch immer so, bis ein neuer, cooler Disney-Film kommt. Ich habe den letzten gar nicht mal geguckt, da war ja irgendwas mit einer Ziege oder so, kein Plan. Wish hieß es. Hier, diese Ziege.
Deswegen kenne ich das. Aber ist der Film Wish gut oder nicht? Schreib's in die Kommentare. Ich weiß nicht, ob ich den anschauen soll oder ob ich dann so bin. Wisst ihr, was ich meine? Ein Blockbuster, nämlich zu The Dark Knight. Boah, in dem wohl Film. Beliebtesten Batman-Film aller Christian Zeiten. Bale. Oh mein Gott, sorry Leute, aber das ist einer der besten Filme überhaupt. Mit Christian Bale auch. Ich liebe den. Und Joker mit, oh mein Gott, wie heißt der Schauspieler? Heath Ledger. Gibt es also gleich nicht der, zwei sondern, spektakuläre Szenen, hinter denen ein sehr interessantes Making-of steckt, die aber unterschiedlicher nicht sein könnten. Zum einen diese Szene, in der ein LKW sich mit der Schnauze voran überschlug. Auch wenn die Szene wie CGI aussieht, ist sie nämlich erstaunlicherweise echt. Das Stunt-Team nutzte hier tatsächlich einen 40-Tonner. Mit einer Seilvorrichtung, einem Katapult und Sprengsätzen am Boden wurde dieser dann zum Überschlagen gebracht. Zwar war dies extrem gefährlich und auch finanziell riskant, mit dem Know-how der Profis lief jedoch alles glatt und einer der spektakulärsten Stunts eines ganzen Jahrzehnts war im Kasten. Das ist echt krass. Es entstand aber ein anderer Moment, der im Film nur wenige Sekunden später zu sehen war. Hier verfolgt Batman in seinem Batmobil einen anderen Truck, und zwar in einem Tunnel. Da dies in der Realität nicht umsetzbar war, mussten die Macher kreativ werden. Sie bauten also alles in Miniatur nach und ließen ein Mini-Batmobil per Fernsteuerung einen Mini-Truck durch einen Mini-Tunnel jagen. Das wurde oft bei Filmen gemacht. Ich glaube auch bei Star Wars wurde das super oft gemacht, bei Star Trek weiß ich gar nicht. Aber bei super, super vielen Filmen wurden einfach Miniatur-Dinge genommen. Pappmaché, gebaute Höhlen und sowas oder Türme gebaut. Und dann wurden sie einfach so aus einer Perspektive hingestellt, als wären sie riesig. Da alle Proportionen stimmten, konnte im Anschluss alles so angepasst werden, als hätte die Szene tatsächlich in einem echten Tunnel stattgefunden. Finde das so krass. Im Übrigen gilt der Regisseur von The Dark Knight, Christopher Nolan, als einer der kreativsten Action-Regisseure der Welt. Habe ich in Oppenheimer wieder gesehen. Ich finde, Christopher Nolan ist einer der besten Regisseure aller Zeit. Also wirklich, ich liebe ihn. Machen wir weiter mit einem Film, über den gerade die ganze Welt spricht. Avatar 2. Während der erste Film schon einer der aufwendigsten aller Zeiten war, setzt der zweite Film nochmal einen drauf. Für die atemberaubenden Animationsszenen kam hier nämlich eine neue Erfindung zum Einsatz. Extra für die Dreharbeiten zu Avatar 2 erfanden James Cameron und sein Team nämlich die Stagecraft-Technologie. Die Idee dahinter ist simpel, aber genial. Durch die Stagecraft-Technologie können Schauspieler in Studios voller Greenscreens nämlich direkt und in Echtzeit sehen, wie die Szenen später im fertigen Film in etwa aussehen werden. Dafür sind die Darsteller mit Hunderten von Sensoren ausgestattet, die jede Bewegung... Ich finde das so komisch. Das fühlt sich an, als wärst du in so einem Sportraum, während du den Film drehst. Als würdest du in so einem Theater in der Schule mitspielen. Halt mit irgendwelchen krassen Equipment auf deinem Körper. Dann entsteht etwas Krasses, einfach eine komplett andere Welt im Endeffekt. Ich finde das so krass. In die künstlich erzeugten Figuren der Navis in Echtzeit überführen. Am Set sehen die Schauspieler und die Crew also nicht einfach nur ihre Kollegen, sondern gleich die fertig animierten Figuren und haben so die Möglichkeit, kreative Entscheidungen leichter und besser zu treffen. Da die Story des Films vor allem im Wasser spielt, kommt diese Tracking-Technologie außerdem auch dort zum Einsatz. Während sich die Schauspieler in großen Wassertanks nach wochenlangem Training tatsächlich unter Wasser bewegen, werden sie dabei von außen mit den modernsten Bewegungssensoren und von innen per Körpertracker millimetergenau erfasst. Manche Sachen kann dabei aber auch die Technologie nicht beeinflussen. Um sich unter Wasser möglichst lang und authentisch bewegen zu können, lernte die Hauptdarstellerin Kate Winslet zum Beispiel über 7 Minuten lang ihren Atem anzuhalten. Das finde ich auch krass. 7 Minuten lang Atem anhalten. Ich schaffe nicht mal eine Minute oder so. Wohl doch, ich glaube, Minute schaffe ich noch. Aber 2, da wird es schon kritisch. 7 Minuten, stellt euch das mal vor. Und ich komme einfach immer noch nicht drauf klar, wie langweilig das in echt ausgesehen hat und wie geil das einfach im Endeffekt aussieht. Ich komme nicht drauf klar. Die Unterwasserszenen in Avatar 2 sind also ein Mix aus technischer Meister- und körperlicher Höchstleistung. Wenn wir schon bei James Cameron sind, kommen wir doch direkt zu einem anderen James Cameron-Film und einer der dramatischsten Szenen aller Zeiten. Und zwar dem Untergang der Titanic. Bei Titanic dürfte den meisten klar sein, dass der Film unglaublich aufwendig zu produzieren war. Auch einer der besten Filme. Was für einen extremen Aufwand James Cameron aber tatsächlich anstellte, um die Geschichte des größten Schiffsunglücks der Geschichte zu erzählen, sprengt jedoch jede Vorstellung. Um alles möglichst echt aussehen zu lassen,
das? Ließen die Produzenten extra für den Film ein 1:1 Modell der Titanic in einer Werft in Mexiko bauen, die übrigens ebenfalls nur für den Film errichtet wurde. Das finde ich krass. Als ob das jedoch noch nicht genug gewesen wäre, wurde der 270 Meter lange Nachbau so konstruiert, dass er auf einer Plattform um mehrere Grad geneigt werden konnte. Als das Schiff im Film also langsam zu sinken beginnt und alles durch die Gegend rollt, wurde dies am Set ganz genauso nachgestellt. Auch für die Szene, in der der Rumpf der Titanic brach, wurde das Modell eigens angepasst. Allein dieser Aufwand zeigt die Detailversessenheit von James Cameron und warum er der Regisseur mit den höchsten Einspielergebnissen unserer Zeit ist. Das sind so schwierige Szenen, sowas zu drehen. Also ich habe wirklich so Respekt vor ihm. Mit einem anderen Star-Regisseur und einem Film, der vor 30 Jahren das Maß aller Dinge war. Und zwar Jurassic Park von Steven Spielberg. Damals staunte die ganze Welt über diese Szene. Doch wie konnte man es Anfang der 90er schaffen, einen Dinosaurier so echt aussehen zu lassen? Jurassic Park habe ich tatsächlich nicht so krass geguckt. Der Trick liegt in einem aufwendiger Ingenieurskunst und sensationellen Effekten. Auf der einen Seite wurde der T-Rex von zahlreichen Puppenspielern in Originalgröße bewegt, auf der anderen wurde im Nachhinein das passende Licht angepasst. Digga, stell dich vor, ihr seid so am Set und dann seht ihr einfach so einen Dino, der sich bewegt vor euch. Ich hätte mir da so eingeschissen, ich sag's euch. Während des Drehs wurde außerdem ein Crewmitglied abseits der Kameras positioniert, um die lauten Dinosauriergeräusche zu machen. Als nächstes kommen wir zu Matrix und damit einer der bekanntesten Szenen der Filmgeschichte. Keanu Reeves. Und zwar dem berühmten Moment, in dem Neo in Zeitlupe zahlreichen Kugeln ausweicht. Das Besondere an dieser sogenannten Bullet-Szene ist die extra nach ihr benannte Bullet-Time-Technik. Während es im Film so aussieht, als ob im Moment des Ausweichens mit einer spektakulären Kamerafahrt um Neo herumgefahren wird, sieht die Realität ganz anders aus. In Wahrheit wurden am Set, das übrigens nicht auf einem echten Dach war, sondern komplett aus Greenscreens bestand, unzählige unbewegliche Kameras aufgebaut, die Neo aus jedem noch so kleinen Winkel filmten. Im Anschluss wurden dann alle Kameraaufnahmen aneinandergeschnitten, weshalb es so aussieht, als würde sich die Kamera einmal um Neo herum drehen. Diese Technik war dabei sogar so revolutionär, dass sie danach noch bei zahlreichen anderen Filmen zum Einsatz kam. Das hätte ich echt nicht gewusst. Ich habe mich auch wirklich gefragt, ich dachte, es ist ja auch irgendwie mit CGI oder was weiß ich, irgendwie so gemacht worden, dass ihn jemand so gehalten hat oder so. Aber der hat sich einfach schnell bewegt und es wurde einfach mit mehreren Kameras gedreht. Mit einem Schauspieler, der in einer Liste über Filmszenen, die auf erstaunliche Weise gedreht wurden, nicht fehlen darf. Denn er riskierte für seine Filme schon oft sein Leben. Die Rede ist natürlich von Tom Cruise und in diesem bestimmten Fall von dem Film Mission Impossible Rogue Nation. In der Eingangsszene des... Ich finde Tom Cruise schon krass, dass er diese ganzen Stunts in Wirklichkeit macht und da keinen Schiss hat, so ne? ...des Films hängt sich Tom Cruises Rolle nämlich während des Starts an ein Frachtflugzeug und fliegt am Flugzeug hängend in schwindelerregende Höhe. Der macht sowas in echt! Das ist so krass! Das könnte nur Special Effect sein, denkt ihr? Nicht ganz, denn tatsächlich hat Tom Cruise diesen Stunt wirklich durchgeführt. Natürlich mit Sicherungsseilen, die wegretuschiert wurden, aber dennoch. Cruise hängt sich vor dem Start an die Außentür des Flugzeugs und ließ sich bis auf eine Höhe von fast 1000 Metern fliegen. Sowohl der Gegenwind als auch die Temperaturen und natürlich die schiere Kraft des Starts waren extrem strapaziös. Trotzdem führte Tom Cruise den Stunt ganze 7-mal durch, bis der Take siebenmal auch noch. Das ist sowas von krass. Man mag von Cruise halten, was man will, aber er ist wahrscheinlich der draufgängerischste Schauspieler unserer Zeit. Abschließend kommen wir nun nicht zu... Soll aber auch eine absolute Beard sein? Also er soll irgendwie ein bisschen so arrogant sein und nicht so nice zu anderen Schauspielern am Set, also... ...zu einer bestimmten Szene, sondern einem ganzen Film, der auf absolut einmalige Art und Weise gedreht wurde. Und zwar Sin City. Als Sin City 2005 in die Kinos kam, war die ganze Welt vom einmaligen und absolut krassen Look des Films begeistert. Alle fragten sich, wie es den Regisseuren gelingen konnte, durchgängig so einen einzigartigen visuellen Stil und das an allen Drehorten umzusetzen. Ich finde die Szene gerade richtig gruselig mit diesem Gesicht. Dahinter noch revolutionäre Wahrheit. Tatsächlich wurde der komplette Film nämlich nur an einer Location gedreht. Und zwar in einem Greenscreen-Studio. Sämtliche Hintergründe... Das stelle ich mir auch so schwer vor, da irgendwie zu schauspielern. Du hast legit nichts. Du musst dir alles vorstellen. Stell dich vor, ihr müsst so... Ja, komm,
spiel jetzt so, als würdest du irgendwie die Treppe runterlaufen und dort ist Wind und da ist Schnee und so weiter. Und du hast da nichts. Du hast einfach einen Raum mit grünen Wänden. Und du musst schauspielern. Ich stelle mir das so, so schwierig vor. Jede Bar und jeder einzelne Ort wurde im Nachhinein zum Film hinzugefügt. Die Schauspieler befanden sich wochenlang ausschließlich in einem Studio voller grüner Leinwände und mussten sich jede Umgebung in ihrer Fantasie vorstellen. Und zwar bei allen Szenen. So wurden selbst intime Szenen vor hell ausgeleuchteten Greenscreens und teilweise nicht mal mit richtigen Betten, sondern nur auf grünen Matratzen gedreht. Konnten sie sich keine Kissen oder so wenigstens leisten? Wieso alles nur mit Greenscreen? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.